Einmal kurz in den Bild, den Fotomodus. Ja, also was heißt pro Training? Wir werden eins fürs Training nehmen, eins fürs Qualifying, eins fürs Rennen. Und so machen wir es dann übrigens auch in der im nächsten Teil. Sie ist noch vorbei. So machen wir es fürs Qualifying, so machen wir es dann noch eins fürs Rennen. Das ist gerade ein bisschen gelb, aber das ist cool, wenn hier ein Auto rumschleicht, was ohne Sprit da ist. So, dann haben wir das erste freie Training auch durch. So. Ja, dann sind wir für heute durch mit dem ersten freien Training. Bitter, dass es natürlich regnet am Ende. Also ich weiß nicht gerade, wie die Teiltabelle aussehen könnte. Jetzt regnet es auch. Wenn wir jetzt ganz leise im Hintergrund plätscheln. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Richards, Leclerc und Max Verstappen. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Genau so ist es. Gut, dann hüpfen wir gleich mal rüber ins den zweiten Abschnitt. Sind's gleich. Gehen wir rüber direkt ins zweite freie Training. Ja, zwei jetzt. So, da sind wir wieder. Zweite freie Training steht heute an. Komm raus. Obwohl, ich nehme das eine Foto, was ich im letzten Abschnitt gemacht habe, als Gesamtfoto für die drei Folgen. Machen wir es wie gehabt. So, fahren wir jetzt auf den Soft, weil im Rennen wird es natürlich ja Medium geben. Im Rennen wird wahrscheinlich schon Medium und dann am Ende Soft geben. Weil, wie gesagt, ich will hier diesen Titel klar haben. Ein bisschen aufpassen gerade. Ich krieg die Strecke noch nicht.
Die Reifen, die so auf der Temperatur auf dieser Strecke hier. Weil die Gott sei Dank nicht so reifenmordend sein wird. Und ich hoffe, dass wir fahren mit dem als Favorit hier durchgehen können. So, gucken wir mal heute, wie es aussieht. Ein bisschen aufpassen sollten wir gerade. Ich merke gerade, dass ich einfach ein bisschen müde bin. Wir haben ja auch kurz erzählt schon, aber wir kriegen das schon irgendwie heute noch hin. So, stellen wir mal hoch, weil sind die letzten Kurven, die es auf dieser Strecke geht. So, gucken wir mal, ob wir jetzt eine gute Zeit hinbekommen. Aber auch wieder Favorit sind 34,9 war eben das Beste, was wir gefahren sind. Ja, Sektor 1 bis Z. Und jetzt ist es schon gestrichen. Ja klar, weil ich habe auch die Checklimits an hier auf Strängen. So, probieren wir es also mit einem neueren Versuch, einem weiteren Versuch gleich. So, probieren wir es nochmal. Nicht zu weit rauskommen, bloß nicht doch mal eine Zeitstrafe oder wie soll ich irgendwas holen? So, hier haben wir den verloren. We have two laps of fuel remaining. So, erste Bestzeit heute von Magnussen. 1:36.03, da wollen wir natürlich scheinen und versuchen es natürlich zu bessern. Okay, you need to come in before you run out of fuel. Pit within two laps. 1:33.9. Da sind wir nochmal etwas mehr als eine Sekunde schneller als unsere Bestzeit von Training Nummer 1. So, der nächste, der uns jetzt in den Weg stehen könnte, ist Giovinazzi. Aber der denkt mit und macht
rechtzeitig und auch okay, macht auch okay wird. Also richtig kurz. Okay, damit hat sich das jetzt schon erledigt. Gut, ja, das hat den Platz gemacht, dann lasse ich ihm jetzt vorbei. Und er kann ja jetzt gleich ohne Behinderung seine schnelle Runde angehen. Wir haben sie durch, wir werden sie jetzt auch abbrechen und das Training beenden. Also ich werde jetzt die nächste Runde noch anfangen. Come in this lap, please. Box this lap. So, zurück in die Garage, dann machen wir hier Feierabend. Fahren wir halt nur kurz. Etwas kürzeres freies Training. So. We have a number of programs to run during these practice sessions. You can check the details in the car monitor. We'll get good data for both the race and factory teams, so they're well worth running. Aber so nicht. Lass mal die Zeit runterlaufen. So, dann haben wir's. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Vettel und Max Verstappen. Was für eine unglaubliche Trainingssession, aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Jo, da so ist es. Los geht's. Vettel hat auf 2 ist eine große Überraschung, finde ich. Jetzt gleich weiter mit dem Abschnitt Nummer 3. So. Gehen wir rein in Training Nummer 2. 3, Entschuldigung. Und jetzt schüttet es wie sonst was. Jetzt können wir nämlich Fullbett gleich. Russland. Red. Gott sei Dank brauchen wir sie nicht wirklich mehr als. 2000 haben wir schon. Muss auch mal kurz umstellen. So, fahren wir mal auf die Strecke. So, fahren wir rein, Training Nummer 3.
So, schauen wir mal, was wir können. Hier heute. Gott sei Dank ist das ist Sonntag frei. Sonntag kein Regen. Aber dieser Regenbogen Qualifying könnte viel ausmachen. Naja, schauen wir mal. Können wir hier an diesem Wochenende den Titel klar machen? Ich denke, mal schauen. Ne? Ich weiß nicht, wie viele Punkte jetzt abstehen, wie viele Punkte wir Vorsprung haben. So, auf geht's. Gehen wir mal auf eine schnelle Runde. Ich glaube, das Training ist jetzt eher unwichtig gerade. Meiner Meinung nach. Schauen wir mal. Es geht jetzt darum, ich denke mal, wenn wir Glück haben, schaffen wir sogar noch etwas ein freies Eckchen im Qualifying am Samstag. Oh, da ist der Teamkollege schon rausgegangen. Ja, der will schon relativ früh wissen. Jetzt super, dass wir jetzt schon wieder eine Runde gestrichen bekommen. Aufgrund der Track Limits. Also mal ein bisschen weit raus. In meinen Augen sehen wir es nicht, aber na gut. Ja, Luis will es natürlich wissen. Und wir müssen nochmal eine Runde setzen. We've only got two laps of fuel left. So, schauen wir, was der Teamkollege kann, machen will. Er ist momentan nur 16. genauso. Aber das liegt daran, dass er keine Zeit hat und ich glaube, das ist wegen den Nummern noch ein bisschen sortiert. Ja, das könnte das letzte Freitraining sein, das wir fahren. Fuel is marginal. Box within two laps. Ja, der letzte war, gut, ich glaube, der ist ebenfalls zu schnell, ne? Box
Dann muss er nicht an uns sich vorbeilassen. Die Kurve, glaube ich, gefühlt immer ein bisschen besser ran. Beide direkt mal die Zeit geknackt. Fahrer vor mir. You're leading the pack, P1. Fahrer hinter mir. Didn't catch that. Say again. Fahrer hinter mir. That's Lewis behind. Their best lap time is a 1:52.3. Die Runde wäre schneller gewesen. Das war nämlich anderthalb Sekunden. Das sind anderthalb Sekunden, die ich jetzt von der Zeit her besser bin als er. Also ich denke mal, wir sind Favorit, was hier der Sieg betrifft. Wenn wir den Samstag hingedreht bekommen oder hingebacken bekommen. So, wenn wir Glück haben, fahren wir jetzt gleich 1:49. Weil ich jetzt auf die freie Bahn habe. Und ihr seht ja, wie weit ich den Lewis da gerade wegziehen kann. Okay, soviel zum Thema dazu. Schade, das wäre eine schöne Runde gewesen. Naja, dann sind wir jetzt durch. Vielleicht mit dem letzten freien Training. Weil wenn wir Weltmeister werden, brauchen wir das letzte Rennen in Brasilien nächste Woche gar nicht mehr fahren. Weil dann ansonsten fahren wir es nächste Woche noch. So, zurück in die Garage, Feierabend. Are your best bet in the current conditions. Ich glaube trotzdem vorwärts immer schneller als alle anderen. Ja, jetzt geht's ein bisschen besser. Aber ist egal. Zwei Sekunden sind wir knapp langsamer als der Rest des Feldes. Aber doch mal, das ist jetzt eigentlich jetzt ist es wurscht. So. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Sainz und Daniel Ricciardo. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Wenn ihr bedenkt, dass wir schneller sind als Magnus auf Intermediate mit der Fullwet und wir sind ziemlich auf Augenhöhe mit einigen anderen Fahrern, Ocon und sowas. Ja, ich mache mir da keine Gedanken, großen Sorgen, dass wir das Ding nicht irgendwie schön kriegen. Gut, dann würde ich sagen, ist es durch. Feierabend für heute. Weil das Qualifying, das sehen wir uns dann morgen an, hier in Sochi, und da versuchen wir es dann hinzubekommen, die Pole, damit wir für den Sonntag relativ gut gewappnet sind. Ja. So, dauert wieder einen kleinen Moment, bis er hier sich da ein zurechtgeladen hat. Jetzt. Gut, dann würde ich sagen, mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's halt, stopp, was da irgendwie weiter geht gleich. Was hältst du hiervon?
haben wir das doch. So, dann machen wir, sagen wir mal, jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2020. Vielleicht, wie gesagt, mit dem letzten Qualifying aus Sochi in Russland. Sollten wir hier wirklich Weltmeister werden, mache ich hier den Feierabend mit 2020 und dann blicken wir hinaus auf 2021 und da freue ich mich auch schon mega drauf. Da werde ich nicht alleine sein. Aber jetzt müssen wir noch konzentrieren und ja, bis morgen um 14 Uhr.